Willkommen bei meiner Mountainbike-Tour. Heute ist es eher matschig und eisig und ich will dir trotz Matsch und Eis den einen oder anderen schönen Ort zeigen, wie das Kloster Riechenberg, die Innerste und andere schöne Orte. Hallo und willkommen auf meiner Mountainbike-Tour. Ich bin in Holzhagen im Harz, werde jetzt nach Goslar fahren. Es würde mich freuen, wenn ihr euch das Video anschauen würdet. Viel Spaß! Niedergefahrene Schnee, Eiszeugs, da muss ich ein bisschen aufpassen, das ist nämlich rutschig. Nebenbei habe ich auch die Möglichkeit, die 1x12-Schaltung auszuprobieren, die ich ja jetzt neu montiert habe. Da gibt es ein separates Video für. Das verlinke ich euch mal da oben. Und jetzt geht's weiter. Die rechte Hand sind wir die letzten Tage lang gefahren, als es noch Herbst war. Ich habe euch ein Video dazu gemacht, ich verlinke euch das. Und da konnte man schon kaum lang fahren, weil es so super schlammig war. Wenn man das jetzt hier oben sieht, auf der rechten Seite, liegt überall ein bisschen Schnee. Und das macht sicherlich noch viel weniger Spaß, da jetzt lang zu fahren. Herzog-Julius-Hütte, im Stadtteil von Langelsheim und ein Teil von Aspfeld, und werde jetzt von hier aus auf den Radweg fahren, der an der Bahntrasse entlang führt und nach Goslar führt. Hier vor uns ist die Granetalsperre, man sieht die Staumauer direkt voraus, und das Schlüsschen hier ist die Gran. Ich mache euch mal ein Foto. Willkommen in Goslar, ich bin jetzt in Goslar angekommen und von hier aus geht es wieder zurück über Gut Riechenberg und Aspfeld.
Vor uns liegt das Klostergut. Ich mache euch noch ein Foto und dann geht's weiter. Das ist genau so eine Situation, wo 1x12 super nützlich ist. Man fährt irgendwo lang, ist relativ schnell und muss schnell in den kleinen Gang schalten. Und das funktioniert echt hervorragend. Das muss ich wirklich sagen, ist echt ein Vorteil, den ich mir auch erhofft habe. Und hier rechts hoch. So, ich mache euch noch mal ein Foto hier von den Bergen. So, jetzt geht's unter der Brücke durch und wir begleiten die Inaster ein bisschen. Radfahrer absteigen, dann werden wir das mal tun. Ist aber auch saftig glatt hier. Auf der rechten Seite liegt der Industriepark, hier sind mehrere Chemiefirmen ansässig und der Weg führt uns jetzt daran vorbei und dann gleich links in den Wald hoch.
bin wieder in Passhagen im Harz angekommen. Die Tour hat mir Spaß gemacht. Es war ein bisschen schlammig, aber das war schon okay. Ich hoffe, euch hat die Tour auch Spaß gemacht. Ich muss sagen, bezogen auf die 1x12-Schaltung, die hat mich wirklich voll überzeugt. Die war wirklich super. Gerade diese Spontanität zum Schalten in die kleineren und die größeren Gänge. Ich muss noch ein bisschen was nachstellen. Die Griffe sind nicht hundertprozentig. Die Zugspannung stimmt nicht hundertprozentig. Und die sind hier unten auch ein bisschen blöde zusammengerödelt. Hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass das Schutzblech ein bisschen schief stand. Da muss ich ein bisschen noch nacharbeiten. Und sonst ist aber alles super. Wie gesagt, das Schalten ist top. Ich hoffe, die Tour hat euch auch Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal und tschüss.